Wir befinden uns im Kunst- und Projektraum 35 Blumen in Krefeld. Zu Gast heute Stefan Beck, Entschuldigung, und Oliver Brachardt. Die Künstler der heutigen Ausstellungen. Bitte stell dich kurz vor, mein Lieber. Ja, mein Name ist Stefan Beck. Ich bin von Hause aus Restaurator für alte Dinge. Und gleich sehr Sammler alter Dinge aus ja. Krefeld kommt. Oh ja, vielen Dank. Die Idee und der Name zur heutigen Ausstellung mit der Bezeichnung Installation und Fotografie, eine Zeitreise. Wie kamt ihr auf die Idee? Letzten Endes ist die Idee so entstanden, es geht in erster Linie um Fotografie. An erster Stelle steht die Fotografie. Ich habe Oliver Brachardt kennengelernt und seine Fototechnik, die 170 Jahre alt ist. Und wir haben im Kleinen schon Projekte durchgeführt, über Jahre hinweg. Und das, was jetzt zu sehen ist, ist praktisch die Krönung von dem, was wir im Stillen gemacht haben. Und ja, das ist eine Installation. Ich habe also Räume geschaffen zu Fotos, die von mir selber gemacht worden sind. Sensationell. Du sitzt ja jetzt selber in deinem eigenen geschaffenen Bühnenbild, mehr oder weniger. Kann man das so sagen? Dieser Raum ist ein offener Raum, den kann jeder so sehen, wie er möchte. Es ist ein Bühnenbild, es ist eine Zeitreise des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Fantasiereise letzten Endes, die angeregt wird. Wo hast du das jetzt produziert? In deiner Werkstatt? Hast du eine eigene Werkstatt? Und ja. Hast du das produziert? Und kann man das wiederholt nochmal so aufbauen? Ja, also ich habe viele Dinge in der Werkstatt aufgebaut. Ich habe selber auch einige alte Dinge gesammelt, die hier auch zu sehen sind. Also ich verkaufe auch alte Dinge und habe die Sachen zusammengestellt, passend zu dem Bild, was dort zu sehen ist. Das Bild hat mir also die Initialzündung für mich gegeben, einen Ort zu schaffen in Kanada in diesem Fall jetzt. Ne? Ja, dann habe ich mich in das Thema hineingekniet und nach dem Boden gesucht und Wände, bis dann der Raum komplett war. Ich wusste also nicht, wie es aussieht. Ich habe die Dinge zusammengesucht. War die in der Werkstatt und hast sie aufgemalt vorher noch? Möglicherweise? Ich habe eine Skizze gemacht, ja. Ganz grob. Und dann habe ich auf die Suche gemacht nach Materialien, die ich dann recycelt habe. Also viele Dinge habe ich nicht gekauft, sondern gefunden und umgewandelt. Dein Beruf ist ja Restaurator, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Und was macht man da? Als Restaurator erhält man Dinge für die Nachwelt. So, und das ist eigentlich das Thema, was ich seit 30 Jahren verfolge. Und mein Herz hängt an alten Dingen und mein Herz hängt an der Seele dieser Dinge. So, und mir ist halt aufgefallen, dass vieles nicht mehr gewertschätzt wird in der heutigen Zeit. Und das war auch ein Grund. Oliver und ich vertreten da die gleiche Meinung. Und so ist eins zum anderen gekommen, als ich dann gesagt habe, ich schaffe einen Raum für Dinge, damit die wieder auf dem Podest gehoben werden. Ja. Also dieser Stuhl im Keller oder im Speicher wird nicht gewertschätzt und ich habe mit den Dingen eine eigene Bühne geschaffen. Insofern stimmt das mit Bühnenbild. Vielen Dank für die Ausführung. Meine andere Frage war noch, was restaurierst du sonst? Ich restauriere alle Dinge aus Holz. Das sind Möbel, Haustüren, Armaturenbretter, Lenkräder aus Holz. Ja, das ist alles, was aus Holz ist, außer sakrale bemalte Dinge, das nicht. Also aus einem breites Feld, auch von deinem Blick her. Kannst du siehst du ja Dinge wahrscheinlich auch, ne? Du siehst Dinge und denkst, das muss ich erhalten, mehr oder weniger. Ja. Oder das will ich erhalten. Das ist etwas, was ich seit der Kindheit eigentlich verspüre. Also seit der Kindheit möchte ich Dinge bewahren und so bin ich zu meinem Berufsbild gekommen. Ne? Wunderbar. Und das wird in der heutigen Zeit wird das ja auch gebraucht. Kann man so sagen, ne? Restauration. Das wird so gebraucht wie noch nie. Wahnsinn. Das hat das Ding, was du hier geschaffen hast, ja auch viel Zeit gekostet. Wo hast du die Zeit hergenommen? Die habe ich mir
selber geschenkt. Hat das mit der Pandemie zu tun? Ja, das hat damit zu tun. In der Pandemie habe ich mit Oliver zusammen, haben wir uns getroffen und haben uns kreativ ausgetauscht. Das heißt, ja, es hat auch einen Bezug mit dem, was in der Pandemie gelaufen ist. Es war viel, viel Raum und viel Zeit für sagen wir, neue Idee, Dinge. Die Idee zu entwickeln in der Zeit. Ja. Das Bauen hat 3 Wochen gedauert. Ja. Zusammentragen und Bauen 3 Wochen. Das ist aber eine künstlerische Art in dir, auch die Übung zu haben, so Dinge darzustellen. Und jetzt bist du in die, oder seid ihr in die Öffentlichkeit gegangen. Wollt ihr das wiederholen? Ist das für die, was für die Zukunft gedacht noch? Ja, wir haben schon neue Ideen im Kopf. Neue Ideen hier in Krefeld, größere Sachen? Wo auch immer, wo man uns lässt. Ja, okay. Prima. Wie lange dauert die Ausstellung hier? Wie lange können wir das hier gucken? Ja, bis Ende nächster Woche, also bis zum 24. Das ist der Sonntag. Also bis zum 24. April? Genau. 2022? Richtig. Genau. In den Räumlichkeiten hier bei 35 Blumen. Wo kann man euch erreichen? Habt ihr eine Internetseite? Eine Telefonnummer, wollt ihr angesprochen werden? Willst du angesprochen werden? Das ist in dem Fall sehr einfach. unikum.krefeld.de, da ist eine Website und da steht alles dran. Und das ist dann auch deine Firma oder da? Das ist meine Firma. Deine Werkstatt. Meine Werkstatt, wo es dann um die Restaurierung und den Verkauf alter Dinge geht. Mein Projektraum, mein eigener Projektraum, kann man sagen. Ne? Prima. Hast du noch einen besonderen Wunsch, den du an unsere Zuhörer, Zuschauer für die Zukunft oder für jetzt noch sagen, ein bisschen persönliche Geschichte, die du noch mitteilen möchtest? Ja, werft nicht so viel weg und achte darauf, ob man Dinge nicht für die Nachwelt noch erhalten kann. Das zieht sich durch in roter Faden. Also auch alte Maschinen kann man reparieren, aber ich will diese Tür nicht öffnen, sonst würden wir hier den Rahmen sprengen. Ich könnte noch mehr dazu erzählen. Ja, mein Lieber, dann danke ich dir erstmal und wir hören uns gleich nochmal den Oliver Prachat an, der ja auch wunderbare Fotos gestaltet hat und wir lassen ihn gleich sprechen. Erstmal Dankeschön, ja, und bis die Tage. Ja, vielen Dank. Hallo, liebe Freunde, hier stelle ich euch nochmal den Oliver Prachat vor. Ist das richtig? Richtig. Und erzählt ein bisschen was über sich selber. Er übernimmt den Teil dieser Ausstellung. Er macht hier die Fotografie und hat hier wunderbare Fotos gemacht. Bitte schön. Mein Name ist Oliver Prachat. Ich arbeite als Berufsfotograf und mein Steckenpferd ist die analoge Fotografie. Vielen Dank. Womit fotografierst du? Mit welcher Kamera? Hast du eine besondere Vorliebe, Schwarz-Weiß-Fotos, Farbfotos? Erzähl mal was dazu, bitte. Ja, meine Auftragsfotografie ist komplett digital. Ja, mit Canon und mit Leica arbeite ich hauptsächlich. Für meine Nassplattenfotografie benutze ich eine 100 Jahre alte Kamera mit einem 100 Jahre alten Objektiv und ganz viel Chemie. Und die Fotos, die du hier zeigst, womit hast du die gemacht, diese wunderbaren Bilder hier? Ja, die Fotos, die habe ich mit dieser alten Kamera fotografiert. Die Fotos, die ich hier ausstelle, die sind alle mit dieser Nassplattentechnik entstanden. Du zeigst ja viele Personen, Persönlichkeiten. Sind die alle aus Krefeld oder hast du die alle getroffen? Und wie kommt man an so persönliche Fotos, Porträtaufnahmen, richtig? Wie kommt man daran? Sind das Kunden von dir? Ja, es sind Freunde, es sind Leute aus der Familie, manche Kunden und über Mundpropaganda. Ja, ich spreche die Leute drauf an und mittlerweile ist es so, dass die Leute zu mir kommen und unbedingt ein Nassplattenporträt haben wollen. Vielen Dank. Wie seid ihr jetzt zusammengekommen? Der Stefan und du, er macht ja im Grunde genommen eigentlich ganz andere Sachen. Er sägt was zusammen und gestaltet das neu wie ein Bühnenbild. Und du gestaltest auch, und wie würdest du das bezeichnen, dieser befreundete Künstler, richtig? Ja. Ich habe ihn auf der Oldtimer Rallye in Süchteln kennengelernt vor ein paar Jahren.
Und ich hatte ihn dort fotografiert und ja, so haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt. Ja, und so ist es eigentlich damals schon entstanden. Im Prinzip spinnt Stefan Weg die Porträts, die ich von ihm gemacht habe, weiter und ist praktisch eine Erweiterung zu meinen Porträts, die ich von ihm gemacht habe. Ja. Weil durch diese spezielle Technik und durch diesen speziellen Look entstehen Porträts, die tiefer, die haben eine tiefere Aussage als jetzt ein normales Digitalfoto und manche Leute sehen auch dadurch ein bisschen anders aus oder man wird zum Typen und man kann in ganz viele Porträts ja irgendeine Geschichte rein interpretieren, wer jetzt das sein könnte oder wo der wohnt oder wie der gelebt hat. Wunderbar. Wie ich selber betrachte, muss ich sagen, wie außergewöhnlich gute Fotos. Würde jeder sagen, wirklich den Weg getroffen, die paar Sekunden. Also die ist meistens eine Millisekunde, ne? Mehr ist es ja gar nicht. Ja, das sind in der Regel zwischen 5 und 8 Sekunden im Studio. Und was ja lang ist, ne? Ist lang, aber doch nicht lang. Aber in dieser Zeit müssen die Leute halt in die Kamera gucken, so wie ich das jetzt auch mache. Ja, und ruhig sitzen. Richtig ruhig. Ja, die kriegen eine Kopfstütze, damit die nicht aus der Schärfe raus wackeln. Und im Prinzip sind diese 5 Sekunden oder diese 8 Sekunden auf dieser Platte gebannt. Und das macht die Porträts so spannend und einzigartig. Und auch wahrscheinlich diese alte Technologie mit Silber-Platten, die sind ja auch recht teuer, ne, meine ich. Und da darf man auch keinen Fehler machen, dann ist die Platte erledigt quasi, ne? Ja, das Collodium wird aufgegossen auf die Aluminiumplatte oder auf die Glasplatte und kommt dann anschließend in ein Silbernitratbad und dann kommt sie in die Platte, in die Holzplatte hinter die Kamera, dann wird belichtet, dann wird im Anschluss direkt entwickelt und ja, und dann fixiert. Also der Prozess heißt Nassplattenfotografie, weil der Prozess von Auftrag bis zur Entwicklung komplett nass oder die Platte muss feucht oder nass bleiben. Damit dann was drauf ist, also trocknet die Platte unterwegs ein, sei es ist ein heißer Sommer oder ist zu heiß oder man braucht zu lang zum Einstellen, dann gibt es kein Bild, dann erscheint auch nichts. Also musst du auch sehr geduldig sein als Fotograf mit deinem geschulten Auge. Und auch in der Nachbearbeitung, das machst du ja alles selber. Ja, die Nachbearbeitung ist in dem Fall ja nicht möglich, weil es eine Platte ist. Ja, nein, ich meine das Entwickeln halt, ne? Also ja, genau. Arbeit, also ne? Man muss sich ein bisschen auskennen, man muss viel Übung haben, aber was ja in allen künstlerischen Berufen ist, üben, üben, üben. Und man muss die Sachen halt verstehen mit der Zeit, was passiert, bei welchem Wetter, bei welcher Luftfeuchtigkeit, welcher pH-Wert. Und darauf kann man dann eingreifen. Aber letztendlich kann ich 75% vorhersagen, was passiert. Ja. Die letzten 25% ist praktisch wie aus einer Wundertüte und entweder sieht es dann gut aus oder gar nicht gut. Also es gibt dann fast nichts zwischendrin. Also viele Gestaltung und technisches Wissen, da muss man eine Menge mehr drauf haben. Ne? Jetzt seid ihr beide ja jetzt unterwegs unter dem Namen Installation und Fotografie, eine Zeitreise genannt. Macht ihr zusammen noch in der Zukunft, habt ihr was geplant, dass ihr beide zusammen als Künstler auftretet, nochmal in so einer schönen Show wie hier? Was habt ihr was da geplant? Also geplant ist noch nichts. Auch die Ausstellung hat ja nur Stefan geplant. Er hat mich dazu eingeladen, dass ich mit ihm ausstellen kann. Ich kannte, muss ehrlich zugeben, die 35 Blumen vorher gar nicht, obwohl ich schon seit 2001 in Krefeld wohne. Ja, wir sind versteckt hier. Ja, genau. Ich hatte auch ganz lange Zeit mein Studio in Düsseldorf, das heißt morgens nach Düsseldorf, abends wieder nach Hause und was hier so in Krefeld abgegangen ist, habe ich gar nicht mitbekommen. Eine Zeitreise ist es auf jeden Fall, weil diese Technik ist 170 Jahre alt und es ist ganz entgegengesetzt der digitalen Fotografie, wo alles vorhersehbar ist. Also zumindest ist es bei mir so. Ich weiß von vornherein, wie es aussieht oder wie es rauskommt. Ja. Und dadurch entsteht eine gewisse Langeweile. Ja, und bei der Nassplattenfotografie oder überhaupt bei der analogen Fotografie, jetzt mal unabhängig von der Nassplattenfotografie, muss ich halt erstmal den Film voll machen, bis der Film komplett belichtet ist. Ja.
dann entwickle ich den, aber vielleicht sind schon 2 Monate vergangen und ich habe schon ganz viel vergessen, was ich fotografiert habe. Und ja. Das ist eigentlich das Schöne, dass dann die Überraschung kommt. Also im Prinzip ist es mit der analogen Fotografie wie ein Weihnachtsgeschenk auspacken, man weiß nicht so genau, was drin ist. Ich habe es ja mal kennengelernt, das entwickelt sich halt in Dunkelkammer oder noch nicht. Ne? Das ist schon der spannende Moment, den man sich erhalten will auch als Künstler. Ja, genau. Und ich denke mal auch mit dieser Nassplattenfotografie besonders schwierig, weil die erstmal teuer sind und man überlegt sich genau, wann ich abdrücke. Ne? Genau. Das muss ich jetzt vorher überlegen. Ne? Ne? Also bei der Digitalfotografie ist es so, man macht erst das Foto und überlegt sich dann, was man damit macht. Die Maßlosigkeit der Digitalfotografie. Genau, und ne? Bei der analogen Fotografie, weil es eben, gut, Digitalfotografie kostet auch Geld, weil das Equipment ist mittlerweile auch teuer. Ja. Aber bevor ich dann analog ein Bild mache, überlege ich mir zuerst, was mache ich und dann drücke ich auf den Auslöser. Heißt in dem Fall auch, weniger ist mehr und natürlich am Ende auch schöner, wie man sieht. Ja, genau. Das, und komplett analog, also komplett analog. Also manche Porträtsitzungen dauern 2 Stunden, 3 Stunden. Ja, Wahnsinn, sehr lange, ne? Ja. Ja, wunderbar. Hast du noch einen persönlichen Wunsch, den ich hier noch mitteilen möchte an die Zuschauer, an die Zuhörer? Ja, wenn ihr so ein Foto haben wollt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wo ist das? Ich bin zu finden in der Wiedstraße hier in Krefeld. Ich habe auch eine Webseite. Wie heißt die? www.oliverbrachert.com. Ja. Da könnt ihr drauf gehen, da steht meine Telefonnummer und könnt mich kontaktieren, wenn ihr ein Foto haben möchtet. Also ich könnte zu dir kommen jetzt und sagen, mach mal ein schönes Foto von mir. Ja, nur ich mache keine Ausweisfotos, die mache ich nicht. Klar. Ich bin auch nicht ein Fotograf, der ein Geschäft hat, wo man vorbeikommen kann und sagt, ich möchte gerne ein Porträt haben oder okay. So. Bei mir geht alles nur mit Termin. Also da ist ein gewisser künstlicher Anspruch, ist er da, wenn ich mich da 2 Stunden... Also mir ist die Ästhetik am Ende ganz wichtig. Ja, prima. Ja, da haben wir alles. Bedanke ich mich fürs Interview und ich wünsche euch und dir noch persönlich viel Erfolg in deinem Leben und ja, viele Besucher, die den Film gucken, können ja sich bei dir auch melden oder bei euch oder auch natürlich gerne hier bei 35 Blumen voraus vorbeischauen am Samstag, Sonntag. Abends meistens und hier gibt es immer neue Ausstellungen und ich bin der Filmemacher Günther Wefers und bedanke mich und wünsche euch alles Gute, bis die Tage. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.